Hage, das Dorf am Arsch der Welt. Wie geil, dass sie so etwas in den Anime mit eingebunden haben. Hallo und willkommen zu meinem Review von Black Clover Episode 1 oder auch Page 1. Weil am Ende vom Anime wird die zweite Episode ja mit Page 2 angekündigt. Die Episode fängt eigentlich ganz locker an, spielend im Mittelalter mit einem, wie wir über die Folge erfahren, ich nenne es jetzt mal religiösen kirchlichen Hauch. Was ich eigentlich ganz gut finde, weil den letzten Anime, der im Mittelalter gespielt hat und ich mir angesehen habe, schon einige Zeit her ist. Also wenn man jetzt Isekai-Animes wie ReZero oder Konosuba wegrechnet, ist das mal wieder seit langem einer, den ich gesehen habe. Natürlich könnte man Kishik Records da auch noch mit reinzählen, aber irgendwie gibt mir der Anime zumindest mit der ersten Episode schon mehr dieses Mittelaltergefühl, was ich mit den anderen irgendwie nicht hatte. Wie ging es euch? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr mir auch gerne noch einen Abo da lassen sowie die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Kurz nachdem die Episode angefangen hat, bekommen wir dann auch einen Timeskip von 15 Jahren. Und wir erfahren, dass der Pfarrer eben zwei Kinder adoptiert hat, könnte man sagen. Wobei nicht könnte man sagen, ziemlich sicher sogar. Nämlich Asta und Juno, wovon der letztere eher die ruhigere Person ist und Asta derjenige ist, der extrem laut ist und extrem lebhaft ist. Und Juno als seinen Konkurrenten sieht. Denn nach diesem 15 Jahre Skip sehen wir, dass die beiden sich extrem voneinander unterscheiden und sie wirklich dieses standardmäßige 0815 Rival-Gedöns haben. Und ich hoffe da wirklich, dass der Anime in eine andere Richtung geht und es nicht so standardmäßig sein wird, wie in so vielen anderen Animes. Also ich hoffe da, dass Asta, und das haben wir am Ende der Folge ja schon gesehen, wirklich, wirklich mächtig wird. Aber auf eine logische Art und Weise. Und nicht einfach so, ja, er ist jetzt mächtig, weil Plot, sondern weil er wirklich es kann, weil es eine Begründung gibt. Aber wir haben eben da die Rivalität zwischen den beiden, also eigentlich nur zwischen Asta und Juno, wobei Juno ihn gar nicht so sehr bis am Ende wirklich als Rivale offiziell anerkennen wollte, aber da gab es einen Grund dafür, wie man auch schon in der Folge erfahren hat. Weil da sind die beiden eines Tages komplett angeschlagen nach Hause gekommen und seit diesem Abend trainiert Asta jeden Tag. Der Grund, warum er schaut, dass er physikalisch stärker wird, ist, weil er der Einzige ist, zumindest in dem ganzen Dorf, aber vielleicht auch in der ganzen Welt, der keine Magie benutzen kann. Und das, was Asta gar nicht an Magie benutzen kann, kann Juno dafür umso mehr und hilft, wie wir unter anderem sehen, auch der Nonne, der Schwester, welche Asta immer und immer wieder einen Heiratsantrag macht, was auf eine ziemlich lustige Art und Weise rüberkommt. Und mein erster Gedanke war ja nur am Anfang, als er den Heiratsantrag zum ersten Mal gemacht hat, wird die da ja sagen, weil eigentlich können das Nonnen, Schwestern ja eigentlich gar nicht. Die können ja nicht heiraten. Was ich verdammt blöd finde, dass man so etwas verbietet. Zumindest in einigen Religionen. Aber das ist einfach mal ein komplett anderes Thema für eine andere Zeit. Auf jeden Fall habe ich mich da wirklich gewundert, wie sie da jetzt ja sagen. Ich meine, das wäre schon irgendwie geil. Wobei ich mir selbst nach den 5000 Apfeln vorstellen kann, dass Lilly früher oder später ja sagen könnte. Ich weiß, ich bin da mal wieder Richtung Romanzen-Anime drinnen und will das natürlich in jeden Anime, den ich sehe, irgendwie reininterpretieren. Wobei ich sagen muss, hier macht es durchaus auch Sinn. Denn warum würde man nicht in so einem Anime auch so etwas einbringen, was ja eigentlich ganz natürlich ist. Und selbst wenn sie nicht zusammenkommen, dann kann da noch immer eine ganz innige Freundschaft entstehen, die sie wahrscheinlich schon haben, denn zumindest wirkt Lilly um einiges älter, beziehungsweise reifer. Okay, das tut Juno im Vergleich zu Asta auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie schon ein paar Jahre älter ist und demnach beiden bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch großgezogen hat. Anschließend kommen wir dann eigentlich auch schon zum Highlight der Folge, wo Asta endlich hofft, dass er danach endlich Magie erhalten kann. Denn an dem heutigen Tag im Königreich Clover, und jetzt wissen wir endlich, oder weiß ich endlich, und ihr auch, falls ihr es vorher schon nicht gewusst habt, woher das Clover in Black Clover kommt. Das Königreich heißt Clover oder Clover, naja, was auch immer. Schreibt es mir in die Kommentare, wie man es richtig ausspricht. Und dort wird im Turm der Grimoire, ich werde mich sicher im Laufe des Animes, im Laufe der Episoden an die richtige Aussprache gewöhnen.
Im Turm findet eben die Verteilung genau dieser magischen Bücher statt, wo dann Möchtegern Gandalf auftaucht, ja, die Referenz musste einfach sein, und die magischen Bücher verteilen lässt. Und wer hätte es gedacht, die schweben natürlich in der Luft und suchen sich ihre Magier selber aus. Worauf es dann natürlich einen Größenvergleich zwischen den Männern gibt, wo der eine sagt, meins ist größer und der andere, nein, meins ist dicker. Und ja, das war irgendwie klar, Männer und ihre Vergleiche. Wer hat das größere Auto? Wer hat den größeren? Und in dem Fall hier, wer hat das größere und dickere Grimoire? Und der einzige, der keines erhält, ist natürlich Asta, was ihm natürlich am Boden zerstört und ihm zum Gespött der ganzen Stadt macht. Und da war mein Gedanke auch, okay, das kann es nicht sein, daran wird sie nicht scheitern, da wird noch irgendwas kommen und das tut es dann auch. Und bevor wir dann zum Ende der Folge kommen, erfahren wir aber, dass Juno ein ganz besonderes Grimoire bekommt, nämlich ein vierklebblättriges, was ihn natürlich schon fast automatisch zum König der Magier machen könnte und wahrscheinlich auch wird, weil er ist der Hauptcharakter. Und Revji, der magische Ritter, der ein Kettenmagier ist, interessiert sich natürlich ganz besonders für dieses Grimoire von Juno und will es haben. Aber nicht, um damit an die Macht zu kommen. Nein, er will es einfach nur am Schwarzmarkt verscherbeln. Was irgendwie extrem komisch klingt. Aber hey, nach all den vielen Leuten, die die Weltherrschaft wollen, in so vielen Animes, ist es definitiv eine gelungene Abwechslung. Natürlich darf in so einer ernsten Lage bei Black Clover nicht die Comedy fehlen und Asta kommt, um seinen Rivalen Juno zu retten und fliegt dabei ganz fest gegen die Wand. Und diese Abwechslung zwischen Comedy und Ernsthaftigkeit erinnert mich persönlich an die Kirschig Records, was ich dieses Jahr schon reviewed habe. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch gerne auf meinem Channel anschauen, da gibt es sogar eine Playliste. Und der Anime hat das auch ziemlich gut gemacht mit dieser Ernsthaftigkeit und Humor, das ziemlich gut miteinander kombiniert. Also hoffe ich, dass da auf jeden Fall das erhalten bleibt und es nicht extrem unpassend wird, wie es ja durchaus bei solchen Animes, die versuchen, das zu vereinen, der Fall sein kann. Aber in dem Fall läuft's noch gut und Asta tut sein Bestes, um Juno zu verteidigen, schafft es aber nicht, da ihm die Magie fehlt. Er hat zwar die nötige Stärke, aber das reicht nicht gegen einen Kettenmagier. Und dieser Kettenmagier, Revji, hat ihm genau sagen können, dass er genau gar keine Magie in sich hat und es daher kein Wunder ist, dass er auch kein magisches Buch erhalten hat. Aber in dem Moment, wo er ihm den Gnadenstoß geben will und ich mir auch dachte, oh Gott, jetzt stirbt er wirklich, was ich mir aber auch nicht vorstellen konnte, denn warum sollte Asta dann sonst, wenn er jetzt schon stirbt, als einer der Hauptcharaktere eingetragen sein? Das macht irgendwie absolut keinen Sinn, es sei denn, man würde ihn irgendwie wiederbeleben mit dem Black Clover Dragon Balls. Was aber nicht der Fall war, denn er hat es doch irgendwie geschafft, ein schwarzes, ein teuflisches Grimoire zu bekommen, was ebenfalls ein Schwert enthält, was ich sehr interessant finde. Und damit wird er wahrscheinlich in Berserk-Mode gehen und den Kettenmagier Revji ordentlich fertig machen. Was am Ende auch noch erwähnenswert ist, was wir über die verschiedenen Kleeblätter erfahren. Das sind drei Kleeblättern, Aufrichtigkeit, Hoffnung und Liebe wohnt. Im vierten Kleeblatt wohnt das Glück und im fünften wohnt der Teufel. Und genau das fünfte scheint ja Asta zu haben. Und das vierte hat die Juno. Also bin ich schon gespannt, wer die anderen drei sein werden. Na gut Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch noch gerne einen Daumen nach oben da, sowie einen Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und sofort benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.